Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, noch ein schnelles Video, weil dank des Sonnenaufganges sieht man diese riesigen Trails, ja, die sich hier schon auf, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometer ausgebreitet haben. Die sind gigantisch und ihr seht, wie sie strahlenförmig weggehen. Ja. Ist hier wieder ein, na, das ist kein frischer, aber Sonne geht soeben auf und ich suche, weil das hat sich mittlerweile schon bewährt, man muss nur genau schauen, weil irgendwo fliegt sicher einer. Hier sind wieder hunderte Streifen zu sehen. Fliegt da hinten einer, aber ich glaube, so weit unten, man muss das halt genau, na, das ist schon ein älterer Trail. Aber es ist spannend, wie sie immer parallel zum Sonnenlauf sprühen, wie ich das gestern schon gesagt habe und auch in vielen Videos früher. Ich habe auf meinem Kanal hunderte Chemtrail-Videos, aber schon voriges Jahr hochgeladen. Und sie sprühen immer den Sonnenverlauf nach. Scheinbar sollen wir etwas nicht sehen, beziehungsweise sollen wir etwas nicht bekommen. Schaut mal, hier wieder ein glücklicher Zufall oder Umstand. Das ist ein normales Passagierflugzeug, ja. Ihr seht ja, was da hinten rauskommt. Nix, oder? Da kommt gar nichts raus. Ich wurde ja belehrt, sehr wütend, ja. Es gibt in jeder Höhe Kondensstreifen. Naja, dann ist das halt ein Wunder, weil der will keinen Kondensstreifen produzieren. Spannend, oder? Wunder über Wunder. Die einen produzieren Streifen und die anderen haben gar keine Lust. Ja, vielleicht ist heute, weil Freitag ist, will er nicht so richtig. Naja, so sind die Fakten halt in Takatuka-Land. Ja, ja, ja. Hier haben wir, schau mal, bitte, hier haben wir schon die ersten Luftspiegelungen, die ersten Sanddogs kündigen sich schon an. Bitte, die Streifenbildung ist ja auch gigantisch. Das ist ja irre. Und hier aus der Schneise, ja, sind sie jahrelang, weil da hinten ist schwächer, ja. Von da hat man die Chemtrailer immer schön aufsteigen sehen, einen nach dem anderen, im 5-Minuten-Intervall. Leider habe ich damals halt nur Fotos gemacht. Videos sind natürlich wesentlich besser, gar keine Frage. Aber trotzdem, was ihr hier seht, ist, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Das ist nichts als die reine Wahrheit. Das ist nichts als die reine Wahrheit. Da haben wir auch schon wieder eine, ist es eine Luftspiegelung, also Luftspiegel, Metallspiegelung. Es ist. Morgen findet die Demonstration statt und wie wir schon besprochen haben, sie bereiten sich offensichtlich so vor, dass sie die Menschen mit, schau dir das an bitte, das sind ja wirklich hunderte Streifen, einer über den anderen, einer über den anderen, einer über den anderen, ja, ja. Sie nehmen uns schon immer in Empfang, wie man sieht, Ende.